Ländle brennt auf dem 7. Schwäbischen Whisky-Tag in Tübingen. Im Mittelpunkt standen dabei regionale Whisky-Brennereien und deren Erzeugnisse. Das Whisky-Event findet jährlich im Rahmen des Herbstregionalmarktes statt. Getreide auf der Schwäbischen Alb. Dass dieses Korn nicht nur wertvoll für die Herstellung von Brot ist, sondern auch für Whisky, das weiß man in Tübingen längst. Zum 7. Mal haben sich schwäbische Whisky-Distillen hinter der Stiftskirche vorgestellt und zur Verkostung eingeladen. Ich würde sagen, im internationalen Vergleich kann man den deutschen und auch schwäbischen Whisky eher mit irischem Whisky vergleichen als mit dem schottischen Whisky. Der irische Whisky gilt ja als milder. Grundsätzlich kann man den schwäbischen Whisky nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ganz unterschiedliche Sorten, Arten, Charaktere. Man kann vielleicht sagen, dass viele schwäbische Whiskys eher im fruchtigen Aromenbereich zu Hause sind. Weniger also diese Torfrauch-Monster-Whiskys, die man aus Teilen Schottlands kennt. Milder, weicher, wärmer, so beschreibt auch Thomas Rabel seinen Auenalbdinkel-Whisky. Wie der Name verrät, kommt der Dinkel von der Schwäbischen Alb. Er achte auf Regionalität. Albdinkel-Whisky, er wird hergestellt rein nur aus Biodinkel. Von der Alb-Hochfläche, also von der Alb-Eber, sind es verschiedene Landwirte, die wo das selber die Albdinkel-Erzeugergemeinschaft herstellen. 50 verschiedene Landwirte sind es, glaube ich. Und die stellen alle in Biolandqualität her. Und von denen habe ich letztendlich den Dinkel. Dass aber nicht nur der schwäbische Whisky gern regional und bio sein darf, davon zeugten auch die vielen Besucherinnen und Besucher in der Altstadt. Auf dem Tübinger 25. Regionalmarkt waren rund 100 Erzeuger aus dem schwäbischen Hochland, Rottenburg und Umgebung mit ihren regionalen Produkten angereist. Und auch hier wurde viel Wert auf Regional-, Bio- und Ökosiegel gelegt. Natürlich auch wieder beim Korn, beim Tükorn. Ich persönlich habe das Empfinden, dass Regional-Bio wirklich auch schlägt. Also die Regionalität ist deutlich wichtiger, wie jetzt, ja, man kann wirklich auch beim Landwirt schauen, was macht er, was tut er. Man sieht wirklich, was es ist. Es ist eine ehrliche Sache. Man kann wirklich auf die Felder gehen, man hat unsere Tükornschilder da, wo man sieht. Und dann ist auch wirklich das Korn von dort und nicht von irgendwo anders, sondern es ist wirklich alles aus dem Landkreis Tübingen und wird von der Aussaat bis zum fertigen Produkt verlässt der Landkreis Tübingen nicht. Und welche Produkte der Landkreis samt Umgebung dann noch in petto hatte, davon überzeugten sich die tausenden Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über selbst.